Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um ein kleines Video auf dem Immopreneur-Kongress zusammen mit dem Hakan. Und wir beschäftigen uns ja hier ganz klar um das Thema Immobilien, Vermietung, Investorentum. Und da der Hakan ja auch schon seit längerer Zeit Investor ist und auch selber bloggt und auch gerne einen YouTube-Kanal hat, dachte ich mir, hey, machen wir mal ein kleines Interview, weil wir viele gemeinsame Schnittpunkte haben. Das finde ich sehr schön. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, würde ich sagen, stell dich mal kurz vor allen Dingen, was so deine Immobilienkarriere angeht. Wo kommst du her, was hast du gemacht, wo bist du investiert? Ja, vielen lieben Dank erstmal, Alexander, für das Interview und dass ich dann eben auch auf deinem Kanal ein bisschen was zu mir dann eben auch sagen kann, auch zu meinem Werdegang. Ja, Hakan Zitag, bin ursprünglich generell Makler, ist mein Kerngeschäft, seit knapp 30 Jahren in der Bau- und Immobilienwirtschaft dann eben auch tätig, angefangen als Zimmerer, Industriezimmerer. Dann irgendwann Architektur studiert, als Architekt eine Weile gearbeitet, dann noch draufgesattelt Immobilienwirtschaftsstudium, also Immobilienökonomie. Und seit 11 Jahren bin ich dann eben auch selbstständiger Makler und bin selber auch Vermieter im kleinen Rahmen, also habe keinen Bestand so wie du auf jeden Fall. Kommt noch. Weil ich habe eine andere Strategie. Meine Strategie ist dann eben auch immer weit unter dem Verkehrswert Immobilien dann noch zu kaufen, wenn möglich. Sonst kaufe ich die eben auch nicht. Ne? Ja. Also im Prinzip ist es so, wenn eine Immobilie zum Beispiel 100.000 Wert hat, dann ist schon meine maximale Grenze bei 60-70% des Verkehrswertes. Das ist so, um mein Nettovermögen direkt von vornherein dann eben auch zu erhöhen, weil wenn die Banken mal Probleme machen sollten und wenn ich alles verlieren sollte, wenn alles in die Zwangsversteigerung kommt oder ich verkaufen muss, dass ich immer noch mit dem Nettovermögen dann dastehe. Das ist so meine Strategie bei Immobilieninvestments. Das ist schon ziemlich krass, ne? Weil wir wissen ja alle, wenn man eine gute Rendite haben will, wenn man halt auch Schutz vor irgendwelchen Krisen haben will, wenn man sich mit der Bank gut stellen will, ist ja ein großer Punkt, immer günstig einzukaufen. Ja? Weil je günstiger man einkauft, desto besser ist die Bank gegenübergestellt und desto mehr Probleme kann man damit auch abwälzen. Und wenn du jetzt natürlich sagst, 60% unter dem Wert, krass, wie kriegt man das hin, 60% unter dem Wert zu kaufen? Also im Prinzip, diese Gelegenheiten ergeben sich natürlich nicht häufig. Ne? Da muss man die Nadel im Heuhaufen hoffen, dann definitiv suchen. Ja. Aber das sind dann manchmal eben so Immobilien, die natürlich kann man da keine Top-Immobilie dann eben auch erwarten. Ja? Die haben dann ein bisschen Modernisierungsbedarf, sind vielleicht nicht in einer Top-Lage, aber vom Papierwert her und vom Potenzial her haben die definitiv dieses Wert. Man muss eben nur dann eben auch mit Verhandlungstaktik den Immobilieneigentümern klar machen, dass es gut wäre, direkt jetzt gerade an mich eben auch zu verkaufen, ohne jemanden zu übervorteilen. Das muss alles freundschaftlich und seriös dann eben auch ablaufen. Und wenn dann verkauft wird, dann wird einfach verkauft und gut. Also dem Verkäufer ist dann geholfen, mir ist dann eben auch damit geholfen. Das ist so die Strategie dann eben auch dahinter. Ja. Also man muss eben auch in der Kaufpreisverhandlung eben auch überzeugen können. Überzeugen mit Menschlichkeit. Ja. Und eben auch mit den richtigen Argumenten. Meine Argumentationskette ist ja meistens in den Kaufpreisverhandlungen, die Eigentümer von selber darauf zu bringen, was wäre denn hier zu machen und was meinst du denn, was dann hier das, was noch zu machen wäre, kosten würde. Dann rattert das schon von alleine im Kopf, Betrag X, und das ist dann so deine Verhandlungsmasse. Und das ist dann so dein direkter Profit. Das geht ja vor allen Dingen auch gerade in den Lagen, wo du auch nicht ganz so eine große Nachfrage hast. Ne? Weil das ist ja auch eine typische Frage von vielen Zuschauern. Wo soll ich jetzt einkaufen, in welcher Lage? Und dann stürzen sie sich erstmal auf die großen Städte und dort merken sie, dass man da keine Rendite kriegt, weil alles überteuert ist. Ja. Und ich selber habe ja auch angefangen, jetzt zum Beispiel in den Speckgürteln von Leipzig oder im Speckgürtel von Dresden einzukaufen, weil da noch kleinere Städte sind, die halt, wo noch nicht so viele Investoren drauf sind und wo man günstig einkaufen kann. Und wenn man, da hat man nämlich eine viel bessere Verhandlungsmacht. Ne? Was würdest du denn sagen, bis wie weit raus gehst du denn bei den großen Städten, wo du noch sagst, das Verhältnis zwischen Rentabilität und Risiko ist noch in Ordnung? Also im Prinzip ist das die Lage eigentlich fast egal. Das ist natürlich, natürlich muss die Lage auch stimmen. Also in Vorortlagen, zum Beispiel meine erste geflippte Immobilie, das war nicht direkt in Aachen, das war in so einem Speckgürtel, also eine Vorortlage von Aachen. Ja. So alles, was so im Speckgürtel von größeren Ballungszentren oder größeren Städten ist, ist gut. Und alles, was dann darüber hinaus, also ab, weiß ich nicht, 25, 30, 40 Kilometer hinaus dann eben auch gehen sollte, da muss man natürlich dann eben auch die Mikrolage mal genauer analysieren. Ja. Ne? Was gibt es da für Arbeitgeber etc.?
wie ist das mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Da muss man natürlich die Mikro- und Makrolage dann genauer analysieren. Aber alles, was so im Speckgürtel von größeren Städten eben auch ist, funktioniert definitiv sehr gut. Mhm. Und meine erste geflippte Immobilie war es dann so, also nichts Besonderes. Bestand war vermietet, musste nicht viel modernisieren. Und da war die Gelegenheit dann da, dass ich dann eine Immobilie zum Beispiel von 50.000 Euro wert für 38.000 kaufen konnte. Mhm. Und dann eben auch direkt gewinnbringend innerhalb von 3 Monaten wieder verkaufen konnte für 50.000. Ja. Ja? Also manchmal sind es Zufälle, ja, und manchmal muss man eben auch suchen. Ja. Und jetzt hast du natürlich ja auch das dementsprechend Know-how, ne? Weil gerade am Anfang hast du ja gesagt, wo du herkommst, und da steckt auch ein ganzes Know-how damit, was du in deiner Ausbildung, im Studium oder in der Berufserfahrung gesammelt hast. Schafft das jetzt auch jemand, der, ich meine, ich bin ja zum Beispiel Wirtschaftsinformatiker, ja, ich programmiere ABAP, ich habe mit Immobilien vorher gar nichts zu tun gehabt, ne? Jetzt hast du das ganze Know-how, kann ich das auch schaffen mit meinem Nicht-Kenntnisse in auf dem Fall? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss sich natürlich mit der Thematik dann immer auch auseinandersetzen. Man muss schon wissen, was ist überhaupt eine Immobilie? Wie funktioniert ein Ankaufsprozess. Also man muss sich schon da reinlesen. Es gibt ja mittlerweile auch im Netz die ganzen Blogs, wie zum Beispiel dein Blog, wie kauft man eine Immobilie. Da kann man sich schon viel dann eben auch dazulernen. Man muss sich erstmal mit der Thematik mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr beschäftigen, meiner Meinung nach. Und dann kann man die ersten Schritte gehen. Dann sollte man als nächstes dann eben auch gucken, okay, was habe ich denn überhaupt im Portemonnaie? Was kann ich mir denn überhaupt leisten? Also welche Strategie passt dann eben auch zu mir? Wenn man jetzt nicht eine Buy-and-Hold-Strategie, also eine langfristige Strategie, das nötige Geld hat und von den Banken dann zum Beispiel sagt, nee, du kriegst kein Geld für eine vermietete Immobilie, dann kann man eben zum Beispiel dieses Flippen als ersten Baustein, um sich mehr Geld dann eben auch in sein Portemonnaie zu füllen, eben auch definitiv nutzen. Und es ist egal, was für einen Background man hat, wie viel Wissen. Man muss sich nur mit der Materie beschäftigen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Oliver Fischer. Mhm. Oliver Fischer ist der Fix- und Flick-König, der hat bereits über 3000 Immobilien gehandelt. Mhm. Ja? 30 Jahre Berufserfahrung. Plus, dann hat der allerdings, war ja Fließbandarbeiter. Also gar nichts mit der Immobilienbranche. Und wenn so jemand dann mit der ersten Immobilie, mit dem ersten Handel dann eben auch anfängt und dann zu einem der größten Fix- und Flipper, dann eben auch deutschlandweit wird, dann kann das jeder. Ja. Man muss sich nur damit beschäftigen, mit der Materie. Ja, ja, das ist krass, das habe ich auch festgestellt, weil man darf sich am Anfang nicht tot theoretisieren oder zu viel Ängste haben, weil die meisten Ängste sind doch in unserem Kopf, ne? Die einem davon abhalten. Mhm. Weil manchmal sagen Leute, ja, ich habe nicht genug Geld, das Geld ist ja meistens das kleinste Problem, sondern eher die eigenen Barrieren im Kopf, die man hat, dass man sich da verrückt macht. Und eigentlich, wenn man sich richtig einliest, der auch noch richtig Motivation diszipliniert, dann kann das eigentlich auch jeder machen und dann kann man sich damit auch seine Ziele und Träume erfüllen. Ja, ne? Genau. Wie war denn das bei dir? Hast du am Anfang auch gewisses Ziel gehabt oder Träume, die du mit den Immobilien verwirklichen wolltest? Was steckt da dahinter? Das hat sich erstmal entwickelt. Ja? Also im Prinzip mit Immobilieninvestments, ehrlich gesagt, hatte ich bis so 2011 noch nicht so, ja, ich wollte mir ein eigenes Haus leisten können. Es wäre schön gewesen, dann eine vermietete Immobilie zu haben. Aber so richtig zielgerichtet war es noch nicht. Das hat dann erst mit meinem ersten Fortbildungsseminar angefangen. Das war so 2012, 2013 rum. Also ich bin auch noch nicht so lange im Immobilieninvestment-Bereich tätig. Da bin ich schon länger Makler. Ne? Also ich habe anderen Menschen mehr verholfen zum Reichtum als mir selber. Und irgendwann hat es den Klick gemacht, verdammt, ich könnte ja auch. Ne? Also einige Kunden sind immer noch dankbar, so Sander Motto Hakan oder Herr Zietag. Super, dass sie mich damals dazu davon überzeugt haben, diese Immobilie zu kaufen. Heute bin ich Millionär. So. Ja. Und dann irgendwann ratterst dann einem selber und sagt, hör mal, das musst du jetzt mittlerweile mal selber machen. Und das war dann der Startschuss. Und natürlich habe ich Ziele, die Ziele, die man eben auch erreichen möchte, gut, muss jeder für sich selber definieren. Der eine sagt, ich möchte 100 Immobilieneinheiten haben. Der andere sagt, ich möchte gar nicht mehr arbeiten müssen. Diese Ziele muss jeder für sich selber dann eben auch definieren. So, wie er sich dann eben auch gut fühlt, was er dann eben auch bezahlen kann. Also bei mir ist ja auch, mein Ziel mit der Immobilien ist ja auch die finanzielle Freiheit, die ich erreichen will. Ein genaues Video warum, das verlinke ich mal hier. Weil ich für irgendwann aus dem Angestelltenjob dann raus, um das machen zu können, was ich will, wann ich will und auch wo ich will. Und ich denke mal, so wie ich es jetzt auch bei meinen Lesern und Zuschauern gemerkt habe, ist die finanzielle Freiheit für
die meisten der Hauptantrieb. Mhm. Ja? Und das kann man ja mit Immobilien sehr gut erreichen. Ich gehe meinen Weg, andere Immobilien gehen ihren Weg. Mhm. Wenn ich jetzt dich frage, wie schafft man mit Immobilien am besten den Weg zur finanziellen Freiheit und aber nicht erst in 30 Jahren? Ne? Gibt ja auch Leute, die machen das nur für die Rente, sondern sage ich mal in 10 Jahren. Ist das möglich, das zu erreichen? Und wenn ja, was würdest du sagen, wie müsste man daran gehen? Also am schnellsten geht es wirklich mit der Fix- und Flip-Strategie und eben mit dem Einkaufspreis. Mhm. Ja? Also wenn man wirklich zu 60-70% dann unter Wert dann die Immobilie kaufen kann und diese relativ schnell wieder verkaufen kann in einem Zeitraum von maximal 6 Monaten, das ist die schnellste Variante, wo ich dann eben auch mit dem Handel von Immobilien sagen würde, dass man dadurch eigentlich ist es aktives Geld verdienen, ja, dass man sich aber allerdings ein gutes Polster dann eben auch aufbauen kann. Mhm. Alles andere, dieses Vermieten etc., das geht nicht so schnell. Ne? Also da braucht es schon gewaltige Mietsprünge nach oben, aber auch die Regierung hat da mittlerweile andere Pläne mit einem Mietpreisdeckel. Ja. Da kommt sicherlich, oder werden wir sicherlich nochmal drüber reden. Auf jeden Fall die schnellste und beste Art, die ich aktuell kenne, ist Fix und Flip. Okay, und das kann ich dann aber auch so wie wir, ich meine, die meisten sind ja noch angestellt, auch nebenbei machen? Oder was sagst du, was sind die drei wichtigsten Punkte, die ich dabei beachten muss? Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, Fix und Flip ist schwierig aus der Ferne. Ihr wisst ja, ich investiere in Sachsen, wohne in Zürich. Mhm. Da kommt eine Schwierigkeit hinzu. Außerdem sich mit der Materie auskennen. Mhm. Was denkst du, was man da als grundlegende Voraussetzung haben muss, um das machen zu können? Okay, also wenn man jetzt selber kein Geld hat, dann braucht man auf jeden Fall einen guten Freund, der eben auch bereit ist, das Geld zu leihen, bevor man eben zu den Banken geht. Weil für Fix und Flip am ersten, die ersten 5 Deals wird die Bank auch nicht finanzieren, auch nicht mit einer Kurzzeitfinanzierung. Da braucht man schon einen guten oder jemanden aus der Familie. Mhm. Ja? Und dann natürlich mit einer Gewinnbeteiligung. Dann das Zweite, man muss natürlich dann eben auch, diese Deals, die kommen ja auf einem nicht selber zu. Ne? Da braucht man schon ein gutes Netzwerk, sei es Marktteilnehmer, die das gleiche Ziel dann eben auch verfolgen. Das können Makler sein, das können aber auch Handwerker sein, die dann zum Beispiel gerade auf einer Baustelle sind oder sonst dergleichen. Also ein gutes Netzwerk. Ja. Dann natürlich eben auch verkäuferische Fähigkeiten. Ne? Also in der Kaufpreisverhandlung muss man schon in der Lage sein, den eben auch einen guten Deal machen zu können. Und dann später als Verkäufer natürlich eben auch wieder in der Lage sein, gut verkaufen zu können. Ne? Mhm. Das wären so die drei Punkte, die ich so beantworten würde. Ja, ich habe es auch gemerkt, gerade der Punkt mit der Finanzierung ist ein sehr wichtiger, weil wenn ich jetzt zur Bank hingehe und sage, ich will einen Fix- und Flip-Deal machen, ich brauche einen variablen Zins, dann verdient die Bank damit ja kein Geld. Ja? Wenn du Buy and Hold machst, dann kriegt die Bank ihre Zinsen über 15 Jahre, je nachdem, wie lange die Zinsbindung ist. Aber bei variabel, im Zweifel verkaufst du das Ding nach 3 Monaten, wie du damals, ne? Ziemlich schnell, und dann verdient die Bank kein Geld und deswegen will sie vielleicht keinen Kredit geben. Die Kosten hat sie ja trotzdem, die muss prüfen, das ganze Objekt hat Bonität und deswegen machen sie das nicht. Genau. Deswegen der Tipp, erstmal Geld woanders herholen. Ja, man kann es dann eben auch so ausweiten, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, nach ca. 10 Flips, die man dann eben auch getätigt hat, so viel Eigenkapital angesammelt hat, dass man gar keinen Finanzierungspartner mehr eben auch braucht, dass man das dann eben komplett aus der eigenen Tasche dann sogar finanzieren kann. Ja. Das ist dann die finanzielle Unabhängigkeit. Ne? Das gilt es dann eben auch zu erreichen, dass man sagen kann, okay, Immobilie passend da, ich muss mit niemandem etwas abstimmen, ich hau das Geld auf die aus der Tasche und mach den Deal. Ja. Ja, das wäre so das Optimum. Ja. Da bin ich selber aber allerdings auch noch nicht dabei. Also du bist auch noch gerade in dem ganzen Lernprozess dann. Natürlich, drin, man lernt immer dazu. Ne? Also auch im Prinzip, egal welches Background-Wissen man hat, also mein bestes Uni-Studium oder so, das nützt mir alles nichts. Das habe ich bitterlich erfahren müssen, als ich nach der Uni direkt in die Praxis gegangen bin. Ja. Das sind unterschiedliche Welten. Ja. Das theoretische Wissen, das ist gut, ja? Aber in der Praxis laufen die Dinge manchmal ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist Immobilien kaufen viel leichter als jede Uni-Klausur. Ne? Also so habe ich es zumindest damals empfunden. Und da fragt man sich, warum habe ich jetzt so viele Jahre studiert? Genau. Natürlich,
Man kann auch ohne den ganzen Studienkram in Immobilien investieren, aber das Schöne ist, bei dem Studium, wenn man es gemacht hat, kriegt man später doch einen besser bezahlten Job, in den meisten Fällen, und den Job, der ist halt für die Bonität dann wieder gut, um halt bei den Banken eine gute Finanzierung zu bekommen. Ja. Ja. Deswegen ist das Studium vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen, wie man es gemacht hat. Ja. Aber wie du gerade gesagt hast, man lernt ja immer dazu, man lernt weiter. Und da kann man sich ja auch, wie ich, immer orientieren an anderen, an Vorbildern. Viele Infos kriegt man heutzutage ja online im Netz, auf Blogs, auf YouTubes. Genau. Ich meine, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Was lernen denn die Leute bei dir auf deinem YouTube-Kanal? Also aktuell ist es noch so, dass ich mich in der ersten Etappe, wir haben mehrere Etappen geplant, insgesamt fünf, in der ersten Etappe habe ich mich mehr den Immobilieneigentümern gewidmet. Wie die ohne Makler zum Beispiel selber die eigene Immobilie vermieten können oder wenn sie vorhaben, eben auch verkaufen können. Und das eben auch gut und sicher wie ein Profimakler. Ja. Da habe ich natürlich die Brille eines Privaten dann eben auch versucht aufzusetzen und denen dann eben auch professionelle Schritte dann eben auch oder Handwerkzeuge mit auf die Hand zu geben. Ja. Daraus sind dann eben auch diese Buchprojekte dann eben auch geworden, also Immobilie selbst vermieten, Immobilie selbst verkaufen mit einer Online-Akademie. Und mittlerweile... Das ist Buch dann, hier. Ja, genau, eins von. Genau. Und mittlerweile gehen wir jetzt in die nächste Etappe und jetzt widme ich mich mehr den Mietern und dann darauf folgen den Käufern. Ja. Ja? Und mein Ziel ist es, mit der Akademie oder beziehungsweise mit meinem YouTube-Kanal einen Ausgleich zu schaffen für Immobilieneigentümer und für die Immobilieninteressenten, dass die sich auf dem gleichen Level dann auf einer Plattform dann eben auch treffen können und beide wissen, über was geredet wird gerade. Ne? Das ist so, also so ein Aufklärungsportal. Ja. Das ist so mein Ziel damit. Das heißt, nicht nur jetzt gibt es ja schon eine ganze Menge Content, sondern auch in nächster Zeit wird sehr, sehr viel weiter dazukommen, wo man, egal in welchem Bereich des Immobilienbusiness sich rumtreibt, viel lernen kann. Genau. Deswegen schaut gerne mal auf dem Kanal von Hakan vorbei. Ich werde ihn verlinken unter dem Video. Das heißt, da bekommt er noch viel mehr Detailwissen von den Sachen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Das heißt, schaut da gern vorbei, abonniert auch gerne den Kanal vom Hakan. Danke. Dir danke ich schon mal an dieser Stelle für das Interview, für die ganzen Infos. Wir treiben uns jetzt noch ein bisschen auf dem Kongress rum. Auf jeden Fall. Das heißt, da werden wir noch andere Vorträge hören, auch von anderen Leuten und noch ein paar Interviews bestimmt auch machen. Ja. Ist auf jeden Fall super spannend, hier zu sein. Hier lernt man viel, netzwerkt man viel. Ja. Und ich freue mich unglaublich auf das Wochenende. Ich wünsche dir auch auf jeden Fall viel Spaß hier. Ja, danke dir. Und dann nochmal danke. Und viel Erfolg mit deinen Immobilieninvestments. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch weiterhin viel Erfolg mit deinen Immobilieninvestments. Und Dankeschön. Dankeschön. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt zu mir oder auch zum Hakan, zu den Sachen, die wir gerade besprochen haben, ihr könnt sie gerne in die Kommentare unter dem Video schreiben. Wir werden die schnellstmöglich immer beantworten, sodass keine Frage offen bleibt. Wenn die Fragen natürlich ein bisschen ausführlicher werden, werden wir noch ein eigenes Video darüber drehen. Und ansonsten, wenn du was lernen konntest, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Also, bis bald, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.